Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Silvertips. In der letzten Sendung haben wir einiges über die Welt der Smartphones erfahren. Jetzt wird es Zeit, sich etwas Großem und zugegeben etwas Abstraktem zuzuwenden, dem Internet. Was genau ist eigentlich das Internet und wie bekomme ich einen Internetanschluss für zu Hause? Das erfahren Sie jetzt. Um zu verstehen, wie ein Netzwerk aufgebaut ist, ist es wichtig, ein paar grundlegende Strukturen und Begriffe zu klären. Zu jedem Netzwerk gehören zunächst Computer. Laptops, Schreibtisch-PCs oder auch Tablets und Smartphones sind solche Gerätschaften. Also alles Geräte, die auch bei Ihnen zu Hause stehen können. Damit sich diese Gerätschaften bei Ihnen zu Hause mit dem Internet verbinden können, brauchen Sie einen Zugang zum Internet. In aller Regel bekommt man diesen über einen Provider, also einen Anbieter für Internetzugänge. Anbieter wie die Telekom, Vodafone, 1&1, Kabel Deutschland und Co. bieten auf unterschiedlichen Wegen einen Zugang zum Internet. Wie schnell die Daten von Ihnen zu Hause ins Internet fließen, hängt von zwei Dingen ab. Zum einen von dem, was Sie bereit sind zu zahlen, und zum anderen, was technisch bei Ihnen zu Hause möglich ist. Leider ist Deutschland aktuell ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Geschwindigkeitszonen. Während in manchen Regionen schnelle Übertragungswege möglich sind, ist in anderen die Datenübertragungsgeschwindigkeit stark eingeschränkt. Aber welche Geschwindigkeiten gibt es überhaupt? Wenn man Geschwindigkeiten im Internet meint, spricht man in der Regel von Bandbreiten. Die Bandbreite gibt an, wie viele Daten, auch Bits genannt, in welcher Zeit von einem Ende der Leitung zum anderen übertragen werden. Bandbreiten werden in Kilobit pro Sekunde angegeben. Ein Kilobit pro Sekunde bedeutet also, dass in einer Sekunde ein Kilo, also 1000, Dateneinheiten übertragen werden können. Um nicht mit so großen Zahlen arbeiten zu müssen, spricht man oft auch von Mbit. Mbit steht für Megabit und bezeichnet eine Summe von 1 Million Bits. Eingebürgert haben sich Begriffe wie DSL 2000, DSL 6000 oder DSL 16000 für einen heimischen Anschluss. Also 2000, 6000 oder 16000 Kilobit pro Sekunde. Mit DSL 2000 ist es bequem möglich, E-Mails abzurufen, Webseiten anzuschauen und Suchmaschinen zu nutzen. Sind Internetseiten sehr aufwendig gestaltet und enthalten sie viele Bilder und Videos, ist ein 6000er-Anschluss von Vorteil. In den meisten Fällen reicht ein solcher Anschluss. Wer sehr ungeduldig ist und viele Videos ansehen oder gar herunterladen will, oder wenn der Anschluss von mehreren Personen genutzt wird, sollte man sich für einen Anschluss mit DSL 16000 entscheiden. Höhere Geschwindigkeiten sind heute auch schon möglich. Wer herausfinden will, wie schnell seine heimische Internetverbindung wirklich ist, kann einen der zahlreichen Geschwindigkeitstests online nutzen. Man trägt seinen Anbieter und seine vertraglich vereinbarte Bandbreite ein und den Rest erledigt der Geschwindigkeitsrechner. Als Ergebnis bekommt man zwei Werte, Download und Upload. Diese beiden Begriffe bezeichnen die Richtung von Datenströmen. Beim Download werden Daten auf den heimischen Rechner heruntergeladen, beim Upload fließen die Daten von zu Hause ins Internet, zum Beispiel beim Verschicken einer Mail. Da man in aller Regel mehr Daten aus dem Internet auf den heimischen Rechner holt, ist die Downloadgeschwindigkeit höher als die Uploadgeschwindigkeit. Generell hilft eine einfache Regel: Wer schnelle Geschwindigkeiten erreichen möchte, muss das auch bezahlen. Es ist also vor Abschluss eines Vertrags mit einem Provider durchaus sinnvoll, zuerst zu überlegen, wie viel Geschwindigkeit man wirklich braucht. Mehr Informationen zum Thema Netzwerk finden Sie auch in unseren Broschüren und auf silver-tipps.de. Genau wie das Smartphone ermöglicht Ihnen also auch das Internet jede Menge neue Möglichkeiten. Haben Sie zum Beispiel schon mal was von Online-Banking gehört? Nein? Kein Problem, da haben wir was für Sie. Schon wieder verschrieben. Zu wenige Überweisungsträger zu Hause, um alle Transaktionen abzuwickeln. Und dann ist es mal wieder zu spät und die Bank hat geschlossen. Helga hat genug. Sie macht jetzt Online-Banking. Gesagt, getan. Gleich am nächsten Tag registriert sie sich bei ihrer Bank. Nach der Freischaltung muss sie nur noch auf die Post mit ihren Unterlagen warten. Helga schwingt sich auf ihre Couch und besucht die Seite ihrer Bank. Im sicheren Online-Banking-Bereich loggt sie sich mit ihrem Passwort ein. Damit ihre Überweisung angenommen wird, muss Helga eine Transaktionsnummer, kurz TAN, eingeben. Da Helga sich für das Chip-TAN-Verfahren entschieden hat, kann sie mit dem kleinen TAN-Generator der Bank die nötige TAN-Nummer erzeugen und die Überweisung abschicken. Ganz einfach, staunt sie und prüft noch schnell ihre Kontoauszüge. Helga freut sich.
Endlich nicht noch mehr Papierkram, der verstaubt. Dank dem Chip-TAN-Verfahren ihrer Bank und einigen Sicherheitstipps zum Online-Banking fühlt Helga sich sicher und kann nun all die Vorzüge des Online-Banking genießen. Wenn auch Sie mehr über die Sicherheit von Online-Banking und Online-Banking-Verfahren wissen möchten, beachten Sie die Sicherheitstipps auf www.silver-tipps.de und lassen Sie sich bei Ihrer Bank beraten. Ganz schön bequem, oder? Einfach von zu Hause aus Überweisungen regeln, den Kontostand checken und das alles ganz ohne lästigen Papierkram. Fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wie sicher sind denn eigentlich meine Daten? Damals, in den 80ern, war es nicht so leicht, an Daten ranzukommen. Überwachungskameras installieren, Wanzen anbringen, Ordner wälzen. Rumschnüffeln eben. Um einer Spur zu folgen, musste man sich als Detektiv so einiges einfallen lassen. Dazu gehörte auch, tief einzutauchen in den Morast des Verbrechens. Die Gefahr, erwischt zu werden, dabei ständig im Rücken. Mit den bösen Buben ist nicht zu spaßen. Da hilft auch das beste Versteck nicht. Wenn es um geheime Infos geht, kennen die nix. Zum Glück gibt's heute Smartphones. Die finden auch die Jungs von der Mafia-Klasse. Damit lässt sich Verbrechen kinderleicht planen. Und die gespeicherten Infos? An die kommt, dank der passenden App, nun auch unser ungeschickter Detektiv. Denn nicht nur das Verbrechen rüstet technisch auf. Und wie steht's mit deinen persönlichen Daten? Der Datenklau im Internet gehört leider zu den Schattenseiten. Das ist allerdings kein Grund, dem Internet ganz den Rücken zuzukehren. Wie Sie trotzdem sicher surfen können, zeigen wir Ihnen jetzt. Für die Nutzung vieler Internetdienste wie E-Mailing und Online-Shopping benötigt man Zugangsdaten, also einen Benutzernamen und ein Passwort. Zugangsdaten identifizieren eindeutig den Besitzer eines Kontos. Denn Benutzernamen sind einmalig. Sie bieten so die Sicherheit, dass ein Dienst nur von einer Person genutzt werden kann. Julia Schneider kann sich beispielsweise nur einen E-Mail-Account mit der Bezeichnung julia.schneider@web.de anlegen, wenn die Adresse von niemand anderem genutzt wird. Andernfalls wird sie darum gebeten, einen anderen Benutzernamen, wie zum Beispiel julia.schneider.55@web.de anzulegen. Zusammen mit dem Passwort erlaubt der Benutzername also eine eindeutige Zuweisung eines Nutzers zu einem Konto. Seit dem Bekanntwerden zahlreicher Identitätsdiebstähle im Internet sind viele Menschen unsicher und verängstigt. Kriminellen gelingt es bei diesen Diebstählen, Benutzernamen und Passwörter zu bekommen. Mit diesen haben sie dann Zugriff auf den gesamten Mailverkehr der Opfer. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie auch auf andere Konten zugreifen und sogar Geschäfte im Namen des Geschädigten durchführen können. Auch beim Datenschutzbeauftragten von Rheinland-Pfalz häufen sich die Anfragen besorgter Bürger wegen der Identitätsdiebstähle und der Sicherheitslücken im Internet. Ein sicheres Passwort spielt für Verbraucher dabei eine wichtige Rolle. Herr Eiermann ist Mitarbeiter des Datenschutzbeauftragten von Rheinland-Pfalz. Er kann erklären, wie ein sicheres Passwort aussieht. Was wir festgestellt haben, ist, dass nachdem es bereits in diesem Jahr zweimal doch zu größeren Vorfällen kam, wo davor gewarnt wurde, dass E-Mail-Adressen mitsamt der Passworte abgegriffen wurden und die Empfehlung ausgesprochen wurde, die Passworte zu ändern oder neu zu vergeben, haben wir gemerkt, dass sich doch viele Bürger dann auch an uns gewandt haben mit der Frage, was muss ich denn jetzt tun? Sind meine Passworte noch sicher? Was sollte ich berücksichtigen, wenn ich ein sicheres Passwort vergeben will? Das gilt, je länger ein Passwort ist, desto sicherer ist es und je mehr unterschiedliche Zeichen es beinhaltet, desto sicherer ist es. Und das sind die beiden Hauptkriterien bei der Passwortvergabe oder bei der Passwortwahl. Und dann sollte man noch darauf achten, dass man keine Begriffe verwendet wie der eigene Name oder Geburtsdaten oder das Kfz-Kennzeichen, also Dinge, die einer Person häufig zugeordnet sind und auch leicht herauszubekommen sind. Und auch keine Begriffe sollten verwendet werden, die in Wörterbüchern auftauchen. Also die Insel, wo Sie vielleicht regelmäßig Urlaub machen, oder das Land, in das Sie in Urlaub fahren, die Stadt, in der Sie geboren sind. Also alles, was bekannte Begriffe sind, das ist eher untauglich, um als Passwort verwendet zu werden.
Das ist deshalb dann ein sicheres Passwort, weil es gibt Passwortknackprogramme, die also automatisiert alle in Betracht kommenden Zeichenkombinationen austesten, in der Hoffnung, das richtige Passwort dabei zu finden. Und wenn man das einfach mal überschlagsmäßig rechnet, ein Passwort, was aus 6 Stellen besteht oder 6 Stellen hat und aus Kleinbuchstaben besteht, also A bis Z. Um das automatisiert zu brechen, braucht ein entsprechendes Programm heutzutage etwa 7 bis 8 Sekunden. Also das ist ein sehr kurzer Zeitraum. Und wenn man statt oder bei diesen 6 Zeichen dann eben nicht nur Kleinbuchstaben verwendet, sondern Kleinbuchstaben und Großbuchstaben und 1 oder 2 Ziffern verwendet, dann steigt die Zahl der Kombinationen, der möglichen Kombinationen, exponentiell an. Das sind dann 56 Milliarden Kombinationen. Und dafür braucht ein Passwortknackprogramm bereits etwa eine knappe halbe Stunde. Und wenn man jetzt bei dieser Kombination, also Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Ziffern, das Passwort länger wählt, dann dauert das bei einem 8-stelligen Passwort schon 2 Monate und bei einem 10-stelligen Passwort schon 600 Jahre, bis das Programm alle in Betracht kommenden Kombinationsmöglichkeiten ausprobiert hat. Ein sicheres Passwort setzt sich also aus möglichst vielen verschiedenen Zeichen zusammen. Es sollte ein kryptisches, also unverständliches Passwort sein, das aus groß- und kleingeschriebenen Buchstaben sowie Sonderzeichen und Zahlen besteht. Mit einer gewissen Länge bieten sich schließlich so viele Kombinationsmöglichkeiten, dass es für Hacker schwer wird, das Passwort herauszufinden und für kriminelle Zwecke zu missbrauchen. Na also, mit ein paar einfachen Tipps bekommen Sie also ein bombensicheres Passwort und können nach Herzenslust surfen. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Das nächste Mal beantworten wir alle Fragen rund ums Thema Online-Shopping. Neugierig geworden? Dann schalten Sie ein.